Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Escape from Brackenburg. Ja, durch die Tatsache, dass ich schon mit Afraid of Monsters Director's Cut durch bin, muss ja jetzt noch aus zusätzlich weiter im Stil für, natürlich für Halloween horrormäßig weitergemacht werden. Und, ja, also, find a way to open the locked door in the storage. Locate the key that opened the main castle door to escape from Brackenburg. Ja, da, wie gesagt, dadurch, dass halt, jetzt Afraid of Monsters wesentlich schneller durchgespielt war als eigentlich gedacht, bin ich natürlich jetzt erstmal wieder auch bei Brackenburg halt dabei und versuche das durchzuspielen. Und ja, gut, also im Zeichen von Halloween, ich habe jetzt noch einige Indie-Games, die ich dann anzocken werde, weil ich denke mal nicht, dass ich jetzt ja gezielt noch ein Let's Play finden würde, was innerhalb dieses Zeitraumes halt ja mit knapp 15 Parts durch wäre. Wie auch immer, wir sind jetzt hier in Brackenburg und versuchen. Wow. War das jetzt. Das war meine eigene Kiste. Ich dachte jetzt schon, what the fuck? Wir brauchen offensichtlich einen Schlüssel. Allerdings bin ich mir gerade nicht sicher, wo ich nach dem Teil suchen soll. Geht weg. Weg, 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 weg. Hup da, dup da. Raus aus dem Weg und so. Also hier drin ist kein Schlüssel. Wer stapelt seine Stühle oder Hocker eigentlich so? Es ist so ein schönes Gefühl, in der Lage zu sein, mit den besagten Gegenständen aus den Bereichen zu interagieren. Gerade das, was ich halt schon immer so interessant fand an Amnesia, anders als bei den meisten anderen Horrorspielen, ist die Tatsache, dass man halt alles absuchen muss. Und wenn man, also zumindest bei dem, was die Custom Stories betrifft, wenn man halt einen hat, der sich richtig, richtig, richtig Mühe damit gibt, dass man halt auch wirklich so suchen muss. Moment, was haben wir denn da? Walkway Key. Ich hab doch den Schlüssel. Warum suche ich den denn dann? Dass halt richtig, sag ich mal, vielschichtig gedacht wird und die Schlüssel auch wirklich gut versteckt werden. Ich meine, klar, es gibt dann halt auch diese Situation, wo man dann so weit ist, dass die denn so gut versteckt haben, dass man selber gar keine Ahnung hat, wie zum Teufel sollte man das finden, wenn man nicht gerade selber der Entwickler war. Ich denke, diese Situation hatten wir alle schon mal. Zumindest diejenigen unter euch, die Amnesia spielen. 1. Problem ist gerade, ich habe keine Ahnung, wo nochmal dieser Walkway Platz ist. Ich habe den Schlüssel. Das müsste eigentlich hier oben doch sein. Das ist die große Weinkeller. Ich vermute mal hier irgendwo. Da vorne. Genau, die war das, oder? Oder auch nicht.
Öl haben wir auch keins. Hier hochkommen kommt leider nicht in Frage. Haben wir hier irgendwas? Nichts zum Einsammeln. Kein Versteck und auch kein Öl. Nichts. Auch wenn ich jetzt noch mal wüsste, wo dieses... wo dieser Platz ist, wo das noch mal war. Ich denk mal einfach weiter zurück. Moment, was ist mit der Tür? Nö. War hier drin irgendwas? Wow! Au! Au! Das hat ziemlich stark wehgetan. Ich würde sagen, erstmal kurz eben die Figuren ein bisschen beruhigen. Keine Lust, dass der mir hier gleich voll Apeshit geht. War hier drin was? Nein, das war nur der leere Raum. Hier war der Saal, also muss ich weiter zurück. Hallo. Blut. Aber nicht von Relevanz. Ich glaube sowieso, ich kam hierher. Ich meine, die könnten mir ja ruhig mal irgendwie irgendwo ein bisschen Öl zuwerfen gerade. Hallo? Öl? Nein? Okay. Dann halt nicht. Gar nichts, nicht mal ein Tropfen. Okay. Okay. Hier kam ich gerade her. War hier lang, war das, wo mir glaube ich doch das Fass entgegengerollt kam. Mit der komischen Tür, die nicht aufgeht. Ah, ah. Ach ja. Achso, hier ist immer noch zu. Ach ne, die Tür ist an sich zu. Genau, die war verschüttet. Hier war eine blutige Sauerei. Aber hier scheint auch nicht das zu sein, was ich suche. Ich meine, ich weiß, glaube ich, was ich suche. Ich meine, dass ich irgendwo in einem Bereich war. Da war wie so eine Art Falltür oder so im Boden. Aber irgendwie scheine ich gerade nicht mehr in der Lage zu sein, das zu finden. Also, hier ist schon mal nichts. Auch nicht. So, das kann man ja nur noch... Im Moment. Hä? Hier kommt man rein. Rechts ist der Ausgang, ne? Und dann geht's ja nur noch links lang. Walkway, jawoll! Hat aber auch lange noch gedauert, verdammt. Okay, irgendwelche nützlichen Gegenstände? Leider nicht. Eine Kerze, die mich natürlich nicht wahnsinnig werden lässt, ist schon mal ein guter Anfang. Wobei ich mich aber auch immer wieder selber erwische, gerade bei Amnesia, ist, ich versuche immer zu gucken. Da unten.
Ich versuche immer zu gucken, dass ich meine Augen selber irgendwie an die Umgebung gewöhnen kann. Oh. Auch. Wenn das total unnötig ist. Ach, hier kommt man nicht runter, oder was? Der ganzen Sache traue ich gerade nicht ganz. Beziehungsweise es könnte vertrauenswürdiger sein. Erstmal natürlich kombinieren. Oder nicht? Ich vermute mal, dass ich die Tür mit dem Meißel aufknacken muss. Oder so. Sag ich doch. Hammer und Meißel habe ich jetzt nicht mehr. Zig Millionen Lagerkisten, aber keine Lagersachen. Weinkeller. Diese Monster sind real und mein Nachbar. Mein Albtraum holt mich ein. Für manche Leute ist der Nachbar der Albtraum, ja, aber ansonsten ist das dann doch ziemlich weit hergeholt. Das ist, wenn man schneller liest, als man denkt. Und dann erstmal von Deutsch auf Englisch switchen muss. Gut, das Ganze lädt natürlich. Es ist hier wenigstens ein bisschen heller. Nein, warum? Obwohl doch ein bisschen. Lady, alles okay. Obwohl, wenn du so am Schreien bist. Hat sich die Frage eigentlich erübrigt. Ich meine, niemand würde schreien, wenn es ihm gut geht, oder? Außer es ist Zalando oder so. Oh nein, oh nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Natürlich bin ich jetzt schon in eine Brisere getappt. Das ist echt creepy, wenn du so durch solche Fässer gehen musst, durch solche Mengen. Oh, die Tür geht mal auf. Natürlich ist es... Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich nicht mit der Architektur der damaligen Zeit beschäftigt. Aber ich glaube nicht, dass es normal ist, dass man hier irgendwie auch schon im Keller dann direkt den Wein weggesoffen hat. Egal. Nehmen wir erstmal die Säcke, weil der Raum ist komischerweise leer. Und da wäre es, glaube ich, ratsamer, wenn ich... Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Schublade. Da wäre es, glaube ich, ratsamer, wenn ich mich bereit machen würde, da es nämlich höchstwahrscheinlich dazu kommen kann, dass mich natürlich ein Monster angreifen wird. Da wir gerade die erschreckende Entdeckung gemacht haben, dass die Monster real sind. Und das wäre natürlich nicht so cool, wenn die mich dann natürlich erwischen.
Gehen wir mal hier lang. Noch ein Raum. Bis jetzt muss ich sagen, auch gerade... So, die Umgebung ist ziemlich realistisch aufgebaut. Weil ich finde, manche Custom Stories hatten auch schon das Problem, dass sie zu leer sind. Ich meine, gerade so im Bereich, was alte Schlösser betroffen hat, die haben ja alles Mögliche vollgepackt gehabt. Mit Waren und Hasse nicht gesehen und ladida und was weiß ich nicht was. Und da ist es natürlich dann immer schon so ein bisschen dubios, wenn du dann in einem Schloss bist. Mit, weiß ich nicht, gefühlten 4 Millionen Räumen. Warum ist das hier alles so verwinkelt? Mit gefühlten 4 Millionen Räumen, aber davon hat dann... Oder haben dann 3 Stück Inhalt. Okay. Haha. Also das hier ist einmal mehr ein ganzer Korridorraum. Egal, ich werde an dieser Stelle diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.